ist denn schon wieder das Samsung-Handy? Ah, hier. Drei Liter CSL. Jetzt sitze ich im E30 M3 und jetzt geht's auch los. Hinten seht ihr Timo Glock, fährt mir nach, kommt natürlich nicht vorbei. Oder solange ich hier noch warte auf die Dreharbeiten, bringe ich euch den E30 ein bisschen näher. Mega geilen Retro-Style, hier die Inspection Light, Klassiker für BMW. Dann natürlich Bordcomputer, perfekt mit Geschwindigkeit, Reichweite, Temperatur, Aircondition, Volllederausstattung, natürlich Kassetten, für 6 Kassetten Platz. Mega Stauraum, war ein Muss damals. Und jetzt kommt mein persönliches Highlight, die Check Control. Hat ein bisschen was von Knight Rider, ich find's mega geil. Vor jedem Rennen schön Sachen fürs Marketing unterschreiben, nicht wahr? Super! Yeah! Ich freue mich über jedes Mal mit Kappen, was haben wir noch? Wir haben Schals, natürlich Badehandtücher, werden nie gewaschen. Augusto, how you like to sign all the stuff before the race? It's a dream. You want one? Andy, everything okay? Also ihr seht, der Spaß kommt nie zu kurz. Ich muss weiter unterschreiben. Pressekonferenz Spielberg. Alle Pressevertreter sind da. Ich sitze bisher als Einziger in der Mitte. Links, rechts, Audi und Mercedes sind noch nicht da. Für DTM TV mache ich was Schönes. DTM TV? Ja, darfst du mal was sagen, dass da endlich mal was sagen darf. Hallo, hier ist der dicke Mann von DTM. Den versuche ich zweimal am Wochenende zu zählen, also zumindest jetzt dreimal. Aber eigentlich versucht er mich dreimal am Wochenende zu umgehen, wenn er ehrlich ist. Aber zweimal rede ich auch gern mit dir. Sehr gut. So, Autogrammstunde für die Fahrer. Unsere Fahrer-Double für ein Handy. Ja, wunderbar. Wir tun uns das gar nicht mehr an, das Unterschreiben in der Boxengasse. Da lassen wir einfach unsere Doubles ran. Also, ich gehe dann mal wieder schlafen. Jetzt haben wir kurz vor dem Qualifying und Andy, glaube ich, ruht sich gerade aus, aber den stören wir jetzt mal schnell. Hi, buddy. Again. Hello. Everything okay? Well, you're waking me up again. Ready for again, the you're waking me up. Ready for the qualifying? So, hier sind unsere Anzüge hängen hier, Helm, Trockner und ja, hier ist mein Saustall. Wir haben sehr viel geändert zum Qualifying, leider nicht genug oder leider nicht genau das, was ich gebraucht habe, um heute ganz vorne mitfahren zu können. Es steht viel Arbeit vor uns jetzt für morgen, bis zum Rennen, um ja, dann noch das Bestmöglichste rauszuholen. Sonntag früh jetzt in der BMW Hospi, ein gern gesehener Gast, aber seltener Gast. Hier, Timo Scheider beim Enkel. Wie einstudiert. Besser geht's nicht. Im Rennen war das Auto auch nicht perfekt. Aber letztendlich war dann noch das Topping, dass ich mal wieder in eine Kollision verwickelt worden bin mit Roberto Meri und habe dadurch wieder das Rennen aufgeben müssen. Das war mein Wochenende für DTM TV. Habe ich euch schöne Aufnahmen geliefert. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.